So, in dem Video geht es darum, wie schließe ich einen DC-Motor an ein Arduino an. Ich habe hier ein Modell, das habe ich bei Amazon bestellt, 7, 13 Euro gekostet. Gibt es auch auf eBay, immer unter unterschiedlichen Angaben. Angegeben wurde er bei mir mit 12 bis 24 Volt oder 12 und 24 Volt. Hier steht nur 24 Volt drauf. Ich werde ihn deswegen auch einfach mit 24 Volt betreiben. Angeblich kann auch der die H-Brücke, die ich dazu habe, 24 Volt, obwohl da nur auch nur 12 Volt drauf steht. Aber erstmal kurz zu dem Motor. Den kann man auch komplett zerlegen, habe ich auch schon gemacht. Vielleicht mache ich das auch nochmal ein extra Video. Könnt ihr einen Kommentar mal hinterlassen, ob ihr das wollt oder nicht. Man löst dann hier die Schrauben, die gehen ja immer komplett durch. Dann kann man hier den hinteren Deckel runter machen, den vorderen Deckel runter machen. Hier vorne ist ein Kugellager drin, hier hinten ist ein Kugellager drin. Das heißt, man kann den auch komplett neu lagern, falls man ihn mal zerstört hat. Geht auch recht einfach. An dem Motor sieht man hier auch Bearbeitungen. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Wo ich gesagt habe, okay, so richtig, entweder ist das aus dem Druckguss, weil das ist eine ziemlich spröde. Druckguss, Druckeisen, Druckguss, ja, haut schon hin. Und auf der Seite hier auch, das kann sein, dass es daher kommt. Sieht auf jeden Fall nicht so hochwertig aus. Im Freien würde ich das Ding, glaube ich, sowieso erstmal nicht verwenden. Man sieht hier auch irgendwelche Silikonreste oder irgendwelche Reste an den Kabeln. Sieht aus, als hätte man den schon mal irgendwo ausgebaut. Ja, ist erstmal egal. Ich hoffe, er tut seinen Zweck oder erfüllt seinen Zweck. So, dann legen wir den erstmal zur Seite und kommen erstmal zur H-Brücke. Die H-Brücke für den Arduino ist eine L298N. Die kann angeblich, kann der Chip, das ist der hier hinten, aber ein Kühlkörper, der kann bis 40 Volt. Da bin ich jetzt aber auch noch nicht so im Argen, oder bin ich nicht ganz einig, ob das jetzt passt oder nicht. Hier unten drunter ist noch ein 5 Volt DC-Wandler. Der wandelt quasi die Eingangsspannung, die wir hier drauf geben, der wandelt die in 5 Volt um. Der kann auch bis 40 Volt. Ich werde für ein 24 Volt Netzteil verwenden. Das haben wir ja, wenn ihr wollt. Das ist hier angeschlossen, wird das dann über 230 Volt. Ihr könnt euch ja nochmal das Video dazu anschauen. Das, was ich schon gemacht habe, wie ich dieses Kabel quasi an das Netzteil anschließe. So eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung. Könnt ihr direkt mitmachen. So, kommen wir nochmal zu der H-Brücke. Die H-Brücke hat mehrere Anschlüsse. Und zwar haben wir hier, das wären quasi, hier schließe ich die 24 Volt an, hier schließe ich 0 Volt an. Hier kann man 5 Volt abgreifen. Oder wenn man den Jumper zieht, kann man auch 5 Volt draufgeben. Wenn man den Jumper zieht, dann ist quasi dieser DC-DC-Wandler hier unten, der ist dann quasi abgeschaltet. Hier kann man einen Motor anschließen, hier kann man den anderen Motor anschließen. Also das ist für zwei Motoren ist das Ding geeignet. Man kann die aber auch parallel betreiben. Dann kann man die doppelte Leistung abfangen. Das muss dann so um die 4 Ampere sein. Da kann man schon ordentlich was machen. Hier vorne hat man die Anschlüsse, für die für ein Arduino sind. Da haben wir zum einen hier ist die Brücke für Motor aktivieren 1, hier Motor aktivieren 2 ist eine Brücke drauf. Die werden wir dann für den Arduino, werden wir die entfernen, die Brücken. In der Mitte sind nochmal 4 Anschlüsse. Und die 4 Anschlüsse sind quasi, da können wir den Linkslauf und den Rechtslauf oder vorwärts, rückwärts können wir darüber steuern. Und zwar einmal Low High ist zum Beispiel vorwärts und High Low ist rückwärts. Und Low Low ist zum Beispiel dann Motorstopp oder High High ist auch Motorstopp. Das ist wie eine Art Vollbremsung, dann hält der Motor direkt an. Deswegen die Brücken werden wir dann ziehen. Ja. Jetzt werden wir aber erstmal das Netzteil an dieser Brücke in Betrieb nehmen mit gesteckten Brücken.
Und dann wollen wir mal schauen, wie viel Volt eigentlich an den Motoren noch ankommt. Also wir werden noch keinen Motor anschließen oder so. Also nur die Spannung kurz durchmessen. Ja, vielleicht schließen wir auch mal kurz den Motor an. Das werden wir noch gleich sehen. So, wir messen da kurz die Spannung am Netzteil durch. Nochmal zeigen, wer das Video nicht gesehen hat. Und zwar, hier haben wir den Schutzleiter angeschlossen. Ihr seht, dass hier eine Kunststoffabdeckung ist. Die ist auch ziemlich wichtig, dass wenn ihr mit der Hand drauf greift, dass ihr da keine geschossen kriegt. Ich erkläre euch das kurz nochmal kurz. Also hier Schutzleiter, Neutralleiter, Phase. Bei der Wechselspannung ist es aber so, so soll das sein. Bei der Wechselspannung und da wir die Steckdose ja nicht, da die ja nicht verpolungssicher ist, kann auch auf N die Phase sein und auf L der N0-Leiter. Das ist auch eigentlich relativ egal, aber deswegen packt nirgendwo dran. Die Phase wird euch umbringen. So, so viel erstmal dazu. Jetzt müssen wir erstmal durch, ob wir auf 24 Volt ankommen. So stellen wir das hier auf 200 Volt Gleichspannung. Und dann messen wir das mal. Und zwar Plus an Plus, Minus an Minus. Und wir sehen, es kommt exakt 24 Volt raus. Und zwar sehr exakt. Gut. Dann haben wir den Part schon mal abgeschlossen. Und jetzt bereiten wir die H-Brücke vor für den Anschluss ans 24 Volt Netzteil. So, jetzt kommt dann der Moment, an dem wir das anschließen. Wie gesagt, auf dem Netzteil, nicht wie gesagt, sondern auf dem Netzteil ist aktuell keine Spannung drauf. Das ist auch erstmal ganz wichtig. So, Arduino, die H-Brücke ist angeschaltet. Jetzt werden wir gleich mal 24 Volt draufjagen. Wenn es raucht, dann war es das. Dann ist das Video auch zu Ende. Also stecken wir jetzt einfach mal 230 Volt rein. Es leuchtet rot. Ist rot gut oder ist rot schlecht? Okay, wir messen mal, was wir da jetzt rauskriegen sollten. Naja, machen wir erstmal die 5 Volt. So, hier gucken, was an den 5 Volt. Wir haben 4,99 Volt. Na, da haben wir 5 Volt. Da können wir rein theoretisch den Arduino dann einfach anschließen. Dann brauchen wir da nichts mitschleppen. Das gleiche machen wir jetzt nochmal auf der Motorseite. Gucken wir, was dabei rauskommt. Gar nichts. Auch nichts. Auch nichts. Da würde ich sagen, schließen wir erstmal einen Arduino an. Können ja da einfach erstmal ein High and Low drauf geben. Das ist ja Schnuppe. So, wollen jetzt die H-Brücke mal an einen Arduino anschließen. Ich habe jetzt kurz überlegt, aber ich nehme ein Breadboard, weil ich nämlich H2 mal brauchen werde. Und zwar, Netzteil ist wieder abgeschaltet. Schalten wir erstmal Plus. 5 Volt. Obwohl ich brauche gar kein Arduino, fällt mir gerade ein. Das reicht eigentlich, wenn ich hier die High stecke, dann 0 Volt nehme. Das klemmen wir hier bei Ground mit drauf. Sind die 0 Volt. Die stecke ich hier auch aufs Breadboard. So. Und jetzt kann ich eigentlich auch schon High und Low auf die Brücke geben. Und zwar
Einmal low, einmal high. Und das stecken wir jetzt einfach hier so drauf. Welche Richtung ist erstmal egal. Und jetzt heißt Spannung draufgeben. Und nochmal mit dem Multimeter gucken, ob da jetzt an der Brücke was rauskommt. So, Multimeter. Mal gucken, ob da jetzt hier, müsste jetzt eigentlich eine Spannung angezeigt werden. Ja, das sind 24 Volt. Das ist gut. Da würde ich jetzt sagen, dann tun wir das gleich jetzt nochmal machen. Ich ziehe jetzt hier den Jumper 1 ab. Das ist ja der Motoraktivierung 1. Jetzt haben wir ja volle Leistung hier drauf. Und ich schließe mal ganz kurz den Motor an und mal gucken, ob der summt. So, wir werden jetzt den Motor anschließen und einfach mal antasten. Das wird jetzt erstmal eine ziemliche Sauerei, weil der nämlich gleich mit 24 Volt losrennt. Das heißt maximal Speed. Aber das ist erstmal egal. Und danach werden wir einfach den Arduino ranbauen mit einem Potty als Drehzahlregler und ja, einem Taster für Vorwärts- und Rückwärtslauf. Deswegen machen wir das gleich mit Arduino und den Code schreibt man dann auch noch zusammen runter. Es kann sein, dass es jetzt gar nicht in einem Projekt so richtig abgefrühstückt wird, aber das ist gar nicht schlimm, weil ich möchte euch ja mit euch zusammen das Ding aufbauen und nicht einfach alleine eine fertige Schaltung machen. So, wie gesagt, wir hatten jetzt hier 24 Volt. Das erste, was ich jetzt erstmal mache, ist, ich jumpere auf meinem Breadboard die beiden in 1 und in 2 auf 0 Volt. Das hat damit zu tun, wir hatten ja gesagt, wenn Low Low oder High High ist, dann macht der Motor eine Vollbremsung, weil dann müssten die Potenziale hier so gleich sein und deswegen habe ich jetzt alles mal auf Low gesteckt, also auf 0 Volt. Und damit sollten jetzt hier auch 0 Volt an beiden Anschlüssen anliegen und jetzt kann ich auch gefahrlos den Motor mal anschließen. Oder wollen wir erstmal testen? Ach nee, wir schließen gleich den Motor an. So, da der Motor jetzt gleich losrennt und der auch ziemlich groß ist, wie ihr seht, werde ich den hier so festhalten. Und dann werde ich hier so rüber tasten, das heißt das hier rausziehen und dann einfach mal so tasten hier auf dem Breadboard. Na, selbst wenn ich das abgezogen habe, dürfte der Motor nicht losrennen, aber das ist eine... Ja, egal, ich stecke mal einen Stecker rein. Ist nichts passiert. So, Motor festhalten. Auf dem Breadboard könnte sein, dass es jetzt funkt. Der Motor läuft. Der Motor macht auch eine Vollbremsung. Könnt ihr das sehen? Perfekt. So, der Test 1 ist bestanden. Wie gesagt, wenn wir ein Arduino dran haben, ziehen wir die Brücke hier runter. Da kommt das PWM-Signal vom Arduino dran. Und dann lassen wir uns doch mal überraschen. So, ich habe hier schon mal den Arduino hergeholt und das Breadboard. Wir werden uns die 5 Volt vom Links schnappen. Die haben wir ja schon mal aufs Breadboard ausgelegt. Ich werde jetzt erstmal einen Taster machen für vorwärts, rückwärts. Drück Daumen, dass ich den gleich reinkriege. Das ist nämlich nicht so einfach. So. Der Taster soll bewirken, vorwärts, rückwärts. Dazu brauche ich am Taster einen sogenannten Pull-Down-Widerstand. Pull-Down heißt, wenn ich den Taster drücke, dann wird Spannung A auf einen Eingang vom Arduino gegeben und zweitens über einen Widerstand auf 0 Volt. Und sobald ich den Taster wieder loslasse, tut quasi der Eingang vom Arduino wird wieder auf 0 Volt runtergezogen und dadurch weiß der Arduino, okay, wir haben den Taster losgelassen. Wenn ich den Widerstand weglassen würde, dann würde der Arduino noch eine längere Zeit denken, dass die Taste gedrückt ist. Und das ist nicht so schön.
Es gibt da sogenannte Biegehilfen. Das ist hier zum Beispiel ein 1 Kilo-Ohm Widerstand. Wir biegen das einfach oder wir machen das einfach so frei, Schnauze einfach. Einmal hier. Jetzt muss ich nur noch die Software drauf spielen. Und die programmieren wir jetzt zusammen. So, wir hatten ja gesagt, dass... Nur mal nachdenken. Pin 13. Pin 13 ist BWM Out. Das sind Motor A, N, Hebel A. 13. Dann hätten wir noch gehabt Define. 31. So, dann hätten wir noch 31, 32 in 1, 1 und 3, 3. Nochmal nachgeschaut, stimmt ja gar nicht. Taste aber 30 in 1, 32. Das passte. So, und jetzt müssen wir noch ein... Jetzt nehmen wir noch ein Int Richtung. Richtung vorwärts. Sagen wir erstmal 1. Und ob der Button gedrückt wird. Sagen wir false. So. Jetzt müssen wir noch die Pin-Modes einstellen. Also Pin-Mode. So, Pin-Mode. Enable A. Ist ein Output. Output. Müssen wir schreiben auch. Dann haben wir... In 1. Ne, wir machen erstmal Taster. Taster ist Input. Dann haben wir noch Pin Mode. In 1. Das ist Output. Das machen wir nochmal mit In 2. Output. Am Anfang lassen wir den Motor vorwärts drehen. Digital Write ist das Richtige. So, dann lassen wir den einen so und den einen... Ups, ja, brauchen wir nicht. High-Low. So, das heißt, wir haben hier das Setup abgeschlossen. Schön formatieren, damit es schön aussieht. Und jetzt... Also, was wir jetzt machen müssen, ist erstmal das Potty auslesen.
int Potentiometer gleich analog read so, wir haben den auf A1 gehangen und jetzt müssen wir die Output berechnen. PWM Output ist gleich Map. Dann nehmen wir jetzt das Potentiometer. Potentiometer. Und wir haben 10-Bit-Wandler. Und wollen das auf diese Sachen berechnet haben. So, analog write. Jetzt wollen wir das PWM-Signal natürlich auch rausschmeißen. Und zwar auf unseren Enable A wollen wir das rausschmeißen und wir wollen PWM Output rausdrücken. Deswegen schreiben wir in den analog write den Wert da rein. Jetzt wollen wir natürlich auch den Button prüfen, ob vorwärts oder rückwärts ist. If digital read. So, wir haben das Ding Taster genannt. Taster gleich true. Ist total einfach. Und dann sagen wir pressed gleich pressed. Das heißt, wenn pressed true ist, dann wird demnächst pressed false. Das heißt, wir tauschen immer den Taster hin und her. Jetzt haben wir noch ein kleines Problemchen, und zwar, wenn wir jetzt den Taster lange drücken, dann liegt ja ein langes Signal an und das wollen wir gerne wegpullen. Also das wollen wir weghaben. Machen wir eine kleine While-Schleife und sagen, solange der Taster gedrückt ist, dann machen wir mal den Delay da rein. Das heißt, er soll nichts machen. Das heißt, warten 20 Millisekunden und dann nochmal gucken. So, wenn der Taster losgelassen wird, ist, verlässt er die While-Schleife wieder. Und jetzt kümmern wir uns darum, ob pressed true oder false ist. If pressed gleich true. Das heißt, Taster wurde gedrückt. Das müssen wir natürlich auch noch den anderen Wert prüfen und das ist Richtung vorwärts. Halt, Richtung vorwärts. Gleich 1. Dann tu doch mal die Pins 32 und 33 setzen, sozusagen. Digital Write in 1 Low Low und in 2 setzen wir auf High. Ups. Achso, wir müssen ja noch die Direction setzen, und zwar ist das Richtung, können wir gleich mal so, Richtung gleich 0. Das gleiche machen wir jetzt nochmal auf die anderen Seite. If pressed gleich, ups, das ist eine Zuweisung, wir müssen ja abfragen, gleich false. Und Richtung vorwärts gleich 0. Dann verdrehe doch mal den ganzen Scheiß. Das kopieren wir jetzt einfach. Zack. Dann machen wir High draus. Und Low.
und sagen, die Richtung ist 1. Ja, das delayen wir noch mal kurz. Delay 20. So. Und damit sollte der Arduino-Code auch schon durch sein. Jetzt gehen wir hier auf Sketch. Werkzeuge, Arduino Mega haben wir ausgewählt. Port ist der Code Port 5. Und jetzt Sketch wird kompiliert. Das dauert aber lange. Okay, alles gut. Dann schieben wir den Sketch jetzt mal auf den Arduino drauf. Gut, dann schauen wir uns jetzt den Rest mal live am Arduino an. So, wir haben jetzt unseren Sketch geschrieben. Wir haben den Arduino noch angeschlossen. Potentiometer, Taster, Motor. Schließen jetzt einfach mal die 230 Volt im Netzteil an und gucken, was da jetzt passiert. So, erstmal passiert gar nichts. Dann drehen wir mal ganz kurz am Potti. Fängt an zu fiepen. Was auch immer hier summt. Den Taster habe ich gar nicht angeschlossen. Aber der Motor dreht. Dann ist das Summen auch weg. Da kommt das vom Motor. Nochmal einen Taster drehen. Wird's leiser. Sind noch ein LED 13 im Arduino. So. Jetzt gucken wir noch, ob die andere Richtung funktioniert. Oh, er dreht auf jeden Fall. Falls einer von euch weiß, warum die Haarbrücke summt, funktioniert. Ich würde sagen, das belassen wir jetzt auch dabei. Wir haben ja hier mal ausmachen. Wir haben jetzt hier ein Arduino aufgebaut, einen Taster. Das ist auch wie gesagt ein Provisorium und das kann man jetzt alles schön auf einem Board stecken und zusammenbauen. Man könnte jetzt noch einen zweiten Motor anschließen, wenn man möchte. Mal gucken, wie die Haarbrücke wird warm. Also da muss man vielleicht sogar aktiv kühlen, wenn man zwei Motoren macht, vor allem von der Größe. Kleinere Motoren sind ja nicht so, die ziehen auch nicht so eine Leistung. Können wir jetzt, was weiß ich, einen Roboter bauen oder was auch immer. Was hier nicht funktioniert, ist halt eine gescheite Drehzahlregelung. Da muss man halt gucken und dann kann sein, dass die Motoren unterschiedlich drehen und so weiter. Da wäre halt ein drehzahlgesteuerter Motor dann schon besser. Kann man mit der Haarbrücke auch machen. Ja, wie gesagt, das ist die erste große Projekt. Ich werde auf jeden Fall eine Arduino-Reihe anfangen. Und zwar, wenn wir am Urschleim anfangen. Was bei der Arduino-Reihe nicht vorkommen wird, ist ein Haufen technischer Kram. Ne? Also Formeln oder so ein Mist, was gerne mal gemacht wird. Das brauchen wir alles nicht. Ich werde mehr Wert auf die Programmierung legen. Ja, hier das Zusammenstecken war auch schon mal interessant. Kleineren Arduino-Projekte sind dann nicht so umfangreich. Wie gesagt, wer sich nochmal anschauen will, kann es, wie man das Netzteil zusammensteckt. Ansonsten hier, wie das Arduino-Projekt aufgebaut ist. Ja, ich würde sagen, hinterlasst ein Like, abonniert mich oder hinterlasst irgendwas Schönes in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal.